Okay, also es ist immer eine Frage am Morgen für mich, ja, schlafe ich eine Runde länger oder gehe ich frühstücken? Ja, und es ist auch immer wieder ein Kampf für mich, diese Frage zu beantworten. Aber zu 98% schlafe ich lieber ein bisschen länger. Und damit ich einfach fitter bin. Ne? Und das holt mir dann am Ende des Tages die 2, 3 Stunden plus raus, wenn ich morgens eine halbe Stunde länger im Spiel bin. Ja? Ist auch immer die Frage, zieht man jetzt einen Anzug an, eine Krawatte oder reicht es? Reicht es, wenn man mit einem Hemd kommt beispielsweise, ja, und einer gescheiten Jeans? Okay. Also dann schauen wir mal einfach. Morgen. Schön frisch geworden. Kann man empfehlen hier das Hotel. Also es ist unstressig. Ist jetzt nicht high-end, ja. Aber es ist ein guter Standard. Ja, ich logge auch im Prinzip meine Kilometer immer ein, sodass ich ganz genau weiß, wie viele Kilometer bin ich denn eigentlich jetzt für dieses Audit X gefahren, damit ich das auch entsprechend sauber abrechnen kann hier. Momentan sind wir hier bei 120.000. Das ist unglaublich. Also ich habe das Fahrzeug gekauft, als es so 15.000 Kilometer drauf hatte, und jetzt sind es schon 120.000. Also Audit, erster Audit-Tag rum. Es gibt auf jeden Fall was zu prüfen noch. Also Dinge sind noch offen, Fragen sind offen. Und das wird jetzt parallel organisiert. Ja. Und ist einfach der Punkt, ja, dass halt bei solchen Sachen letztendlich diese, ja, dass es Nachtschicht gibt fürs Unternehmen. Immer eine Abwägung. Ist es jetzt eine Abweichung? Ist es keine Abweichung? Ja, und wie viel Stress gibt man da eigentlich in die Organisation rein? Ja. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt auch zum Abendessen verabredet sind. Auch ein Thema, was immer wieder aktuell ist, sage ich mal. Ja, also die Abendgestaltung, diese Gastfreundschaftlichkeit, die da im Spiel ist und auch dazugehört, unterm Strich. Und da sind wir jetzt eingeladen, dem Kollegen zusammen hier Abendessen. Und man muss sich das natürlich immer gut abwägen. Ja. Ist es erstens zulässig? Ja, also ist es ein 3-Sterne-Restaurant? Ja, also, oder ist es angemessen? In unserem Fall ist es so, ist angemessen. Letztendlich ist halt die Frage, investiere ich jetzt meine Zeit, meine persönliche private Zeit für ein Abendessen? Das ist halt für mich immer die Fragestellung. Wie du weißt, bin ich ziemlich lange immer unterwegs und habe Dinge zu erledigen. Und wenn ich da mal einen Abend zum Beispiel 3, 4 Stunden nicht arbeiten kann oder nicht an diesen Dingen arbeiten kann, die halt parallel laufen, die sonst keiner sieht, ja, dann komme ich vielleicht in Zeitnot. Deshalb muss ich immer abwägen, ist es dann eigentlich notwendig zu essen? Ja, ist es notwendig zu essen, aber ist es notwendig, so ein Abendessen quasi 3, 4 Stunden lang ins Feld rollen zu lassen? Ja, und in dem Fall ist es okay. Ist es okay. Das haben wir uns verdient. Ja, das heißt, man sieht viel von der Welt, man erlebt viel, man kommt in Gebiete rein, die im Prinzip die man so vielleicht nie sehen würde. Stefan? Hey, super, ja, alles gut? Was geht ab? Ja, gerade Audit vorbei, jetzt geht's ins Hotel und dann geht's erstmal eine Senfsuppe essen.